Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Ihnen 2.de Rubinum. Ja, heute habe ich einen Stream für euch und zwar haben wir im Stream 3KDE an Rad, ne, Kodrakonismine, so haben sie es genannt, verdreht. Nachher auch noch so ein paar DR von mir und oben rechts steht jetzt einfach Werbung, weil Drachenmünzen natürlich auch einen gewissen Wert haben und deswegen muss ich rechtlich halt da Werbung stehen haben. Wurde aber nichts bezahlt oder sonst irgendwas, also ich habe kein Geld bekommen, sondern habe von der Gameforge ein paar DR bekommen, nachdem ich angefragt habe. So, ich habe vor zwei Videos euch mal gefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich hättet. Und ich würde sagen, wir beantworten jetzt mal ein paar im Video. Und ich würde sagen, die erste Frage ist direkt von Marco Zitelli. Sorry, wenn ich es irgendwie falsch ausgesprochen habe oder so. Kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man es richtig ausspricht, wenn es denn falsch ist. Und seine Frage ist, welchen Server findest du am besten? Persönlich muss ich natürlich sagen, am interessantesten für mich ist der Server, wo ich den krassesten Char drauf habe. Und das ist auf jeden Fall auf Titania zusammen mit Cell haben wir ja die Ninjas und die gehen schon verdammt gut ab, ne? Persönlich muss ich auch sagen, dass ich momentan wieder mehr Bock auf Titania habe. Rubinum an sich ist natürlich ein sehr interessanter Server, weil da so der Content zu beschaffen einfacher ist, weil man da noch viel aufbauen kann und so weiter. Und muss aber sagen, dass auf Rubinum so dieses zu schnelle ein bisschen Überhand genommen hat, deswegen da so ein bisschen der Spielspaß gelitten hat. Aber nichtsdestotrotz ist da auf jeden Fall das, was man noch so am meisten erreichen kann. Aber am besten finde ich persönlich Titania am besten, weil da einfach der krasseste Char ist. Da könnt ihr euch am Wochenende auch noch auf ein nices Video freuen. Ja, ich persönlich, wie gesagt, Titania. Ich denke aber, für jemanden, der neu anfangen will oder so, wird Rubinum am interessantesten sein. Ich weiß gar nicht, wie es momentan ausschaut auf Genesis, ob da noch so viel PvP geht, weil das war ja früher immer so das Ding. Ja, wenn du PvP machen willst, musst du auf Genesis gehen. Aber ja, wie es da momentan ausschaut, keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr von Genesis kommt. Ich mache jetzt einen kurzen Cut. Wir haben ein bisschen Alchi. 3, 2, 1, let's go. Rubine, komm schon, Junge. Ey, mach nicht so. Warum immer bei Rubin? Mach jetzt nicht so. Mach nicht so. Ey, was ist denn das? Meine Güte, ey. Ja, aus drei raren, raren Rubinen, zwei Antike bekommen, ist ein bisschen, naja. Wir versuchen es einfach direkt, und wir haben direkt einen Antiken bekommen. Ist auf jeden Fall schon mal gut, Yang, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal gut, Yang. Komm schon, wer hat noch Antik? Ach, Arschloch. So, Jade, komm schon. Erfolgreich und viel geschlagen. So, Saphir wird natürlich klappen, die Scheiße. Ich sag einfach nix. So. Eine Granate natürlich auch. Ey, was soll denn das? Was soll denn das? So, vielleicht kriegen wir ja tatsächlich unseren Onyx-Stein hin. Ja, Antike haben wir jetzt ein bisschen, ne? Das könnten wir auf jeden Fall schon mal versuchen zu uppen. Meint ihr, wir sollten noch erstmal die 800 DM Rad verdrehen oder sollen wir schon mal die Antiken uppen? Was meint ihr? DR, macht mütig, uppen und heil vor sie. Ericsson. Und drehen, uppen. Ja gut, das ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Appeln, appeln. Drehen. Ja komm, wir appen erstmal. Wir appen erstmal, wir sind ja gerade hier. Diamant haben wir keinen. Komm, Jane. Es hat geklappt, legendär. Mit gar nichts. So, okay. Stimmt, da hatten wir nichts. Dann hier. Saphir. Es hat geklappt.
Und es hat geklappt. Was ist denn da los? Abwehrschankskrieger, blank. Den hatte ich mal überlegt zu verkaufen, aber der ist nichts wert. Stimmt. Dann Antik. Hat nicht geklappt. Hat geklappt. Das ist nice. Ja, wir machen erstmal die Rubinen, sonst klappt das nicht. Da schauen wir aber gleich mal. Da schauen wir gleich mal. Alter Falter, was ist denn los hier? Widerstand durch Buren- und Fallangriff. Ja, eigentlich können wir die ja direkt mal weitermachen, ne? Kriegen wir jetzt den Mythischen hin? Kriegen wir den Mythischen? Oder sollen wir wie Maverick Reinheitsgrad machen? Der Noob. Ha! Machen wir weiter und mythisch und es hat nicht geklappt. Okay. Okay. Hier können wir nicht weitermachen. Da machen wir mal die Saphir. Wäre nice, wenn es klappt. Und es hat geklappt. Nice. Und es ist rausgekommen. Gar nichts. Nice. Naja. Ich kann gar nicht weiterhaben, stimmt. Ich habe hier gar nichts mehr. Ich habe von allem so einen, aber... Ja, wir müssen jetzt noch die 800 DR loswerden. Was ist denn gut für einen Saphir? Ach, jetzt sollen wir noch den Rubin angucken. Meint ihr wirklich? Na, der hat nichts. Der ist crap. Aber ich habe noch hier einen mythischen. Das heißt, wenn wir noch einen mythischen hinbekommen würden, könnten wir auch den verballern. Der ist perfekt für Masu. Dann habe ich eine weitere Frage bekommen und zwar von Shino. Deine Sicht auf die Marktentwicklung von neuen Servern und merkst du die Botter wegen dem billigen Upstuff und so weiter? An für sich, ich muss natürlich sagen, Botter bin ich überhaupt kein Fan von. Also so 0,0. Dazu muss man aber auch natürlich fairerweise sagen, dass wenn ich irgendwie Upstuff suche oder so, dann gucke ich mir ein Glas des Handels und schaue dann, was ist am billigsten und kaufe das dann, ne? Also ich kaufe dann nicht extra irgendwie die teuren Sachen, weil die Chance dann höher ist, dass das nicht von einem Botter kommt oder sonst irgendwas. Sondern ich kaufe natürlich das Billigste, ne? Würde dann aber auch das Billigste kaufen, wenn es keine Botter da wären, so, ne? Das war kein deutscher Satz, lass mal aber mal drin. So, natürlich muss man da natürlich sagen, Botter allgemein, die schaden mehr als sie bringen. Auch den ganzen High-Leveler oder so, gut, hast du halt ein paar Absachen, die billiger sind, weil einfach mehr davon da sind. Aber so für die Neuanfänger und so weiter sind halt Botter komplett für den Arsch, weil, ne, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die ganzen Levelplätze sind halt belegt und wenn man irgendwas farmen will oder so, haut man irgendwie Metin runter auf einmal, nimmt der übel viel Schaden und irgendwie die Drops sind weg oder sonst irgendwas. Das ist natürlich Arsch, das ist nicht die beste Situation gerade. Ich hoffe, dass was dagegen gemacht wird. Es wurde ja auch schon gesagt, so, dass sie so ein bisschen was rausgefunden haben und so weiter, wie sie es blocken können. Das aber größte Problem bei Bottern ist, dass, wenn sie gebannt werden, dieser Bot erstellt neue Accounts automatisch und das ist natürlich Arsch, ne? Da würde ich euch auf jeden Fall einen Appell geben, dass in Game Chat sieht man ja auch ganz oft diese Werbung so hier Young für 5 Millionen Won für 2 Euro oder so. Also Leute, erstens fucken die euch auf Map 1 übel ab, die Levelplätze sind belegt und so weiter. Also die Leute würde ich schon mal auf gar keinen Fall unterstützen. Youngkauf an sich ist natürlich problematisch, was ihr selber macht, das müsst ihr ja natürlich selber wissen, aber wenn ihr es macht, dann unterstützt bitte nicht diese Botter. So, dann kann man auf jeden Fall noch sagen, so die Marktentwicklung an sich, Rubinum hatte ich ja eben schon mal angesprochen, war jetzt sehr, sehr schnellwierig und ich hätte es persönlich cooler gefunden, hätte es ein bisschen länger gedauert. Aber, wie gesagt, es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und ich finde, es ist ein cooler Server. Ich mache nochmal einen kurzen Cut, bis gleich.
Zwei Antike. Das ist nice. Komm schon, Jungs. Antik, nice. Kann ich aber nichts mit anfangen. GG. Hier können wir aber noch einen Antik machen. Und es ist ein Antiker geworden. Kommt da was bei rum? Ja, siehst du gerade, ne? Also ich habe hier schon einen guten paar DR weggelassen, ne? Also die sind mir jetzt, sagen wir, minimal abgezogen worden. Ja, das ist natürlich kacke. Aber es ist natürlich so, bei den Lohnen ist immer der Faktor, ob was klappt oder nicht. Ich habe letztens auch mit einem Kumpel gesprochen im TS, der meinte so, der ist halt gerade noch so ein bisschen neu im Metin 2 Bereich, so in Anführungszeichen. Und der meinte halt, ja, lohnt sich das, wenn ich die Gifties irgendwie verkaufe, die ich in der Grotte gefarmt habe, oder sollte ich die besser uppen? Da habe ich gesagt, ey, wenn du uppst, wenn es klappt, lohnt sich das sehr. Wenn es nicht klappt, hast du halt Minus gemacht. Ey, das kann doch nicht sein, die scheiß Antiken. Habe ich hier nichts mehr bis auf Rubin? Geschichte von mir an euch, der Atan. Ja gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit den Rubinen, ne? So, legendär. Hier haben wir nichts anderes mehr. Nee, nur noch Rubin. Ah, es wäre geil, wenn es klappen würde. Nein! Ja, wir haben aber gut Antike bekommen und auch ein bisschen Legendäre. Ja, den würde ich eigentlich schon ganz gerne haben, ne? Möchte jemand einen antiken Saphir gegen antiken Rubin tauschen, zufälligerweise? Ich weiß ja nicht. So Leute, ich melde mich nochmal aus der Bearbeitung. Und zwar hatte ich eigentlich gedacht, dass ich so ein paar mehr Fragen schaffe. Allerdings habe ich jetzt noch ein paar Fragen hier auf jeden Fall gespeichert. Falls ihr es feiert, dann würde ich dann auf jeden Fall im Laufe der nächsten Videos noch ein paar mehr Fragen beantworten. Dann denke ich eben mal so Richtung Outro, dass wir noch ein bisschen Zeit gut machen bei den Videos etc. Und ja, wenn ihr es feiert, dann werde ich es auch auf jeden Fall machen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich wollte jetzt noch ein kleines Resümee ziehen. Wir haben natürlich auf jeden Fall gut antike Steine bekommen. Das war natürlich sehr, sehr nice. Aber man muss natürlich auch sagen, hätten die antiken Steine dann auch geklappt, wäre das Ergebnis nochmal natürlich sehr, sehr viel rentabler gewesen. Aber wir sind ein bisschen weitergekommen bei Rubin und so. Und naja, also wenn ihr das für euch selber auch mal machen wollt oder so, dann müsst ihr entscheiden, ob sich das für euch lohnt oder nicht. Ihr habt hier jetzt mein Ergebnis gesehen. Ich habe ungefähr so 3,4 KDR verdreht. Und ja, so am Spaßfaktor ist das Rad natürlich auch immer oben mit dabei. Mir persönlich macht es viel Spaß. Wenn es euch keinen Spaß macht, dann müsst ihr selber entscheiden, lohnt sich das für euch oder nicht. Wie gesagt, da muss man halt so gucken, wenn was klappt, dann lohnt es sich. Wenn es nicht klappt, dann naja, hat man immerhin Spaß beim Rad gehabt. Aber wie gesagt, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von mir. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie mein Reflink zu Metin 2 und mein Amazon Gaming Equipment. Ich bin raus, bis denne, Grüße, Fossi.